Der Wochenbericht vom 23. bis 29. November 2015. Am ersten Adventssonntag zeigte sich Obertraubling ganz in vorweihnachtlicher Stimmung. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Am 5. Dezember findet auf dem ehemaligen Autoverkaufsplatz des Autohauses Dresslers ein Christbaumverkauf mit einer Nikolausfeier statt. Der Gewinn aus dem Christbaumverkauf wird dem Sportverein Obertraubling gespendet. Am 12. und 13. Dezember findet der Obertraublinger Weihnachtsmarkt vor der Gemeinde Obertraubling statt.